Jetzt ist das eure Bühne. Ich habe zwei Bitten. Das erste ist aufzeigen. Ich werde danach trachten, jedem in gerechter Reihenfolge das Wort zu erteilen. Warten, bis das Mikrofon da ist, damit alle auch etwas verstehen. Und dann noch eine dritte kleine Bitte. Sag zuvor, ist es eine Frage oder ist es eine Meinung? Damit wir uns auskennen. Weil manchmal kann man mit Fragen sehr viel Meinung auch machen und wir wollen ja fair miteinander umgehen. So, die erste Frage oder Meinung. Wer möchte das Wort? Meine Frage ist zu Paul Schüller. Diese sechs Personen, sind die da berechtigt, die Eucharistiefeier zu feiern, weil sie gemeint haben, sie machen jetzt mit jedem, immer einen anderen. Was dürfen die bei der Messe machen? Dasselbe wie ein Diakon oder weniger, bitte. Ja, also wir halten uns an den Rahmen. Wir halten uns an den Rahmen, der Ihnen einmal vorgegeben ist, denn die Beauftragung zur Leitung der Eucharistiefeier haben Sie ja nicht, noch nicht. Das heißt, es kann aber jetzt schon sein, dass Sie die Begrüßung übernehmen, dass Sie das Predigtwort halten, dass Sie vielleicht auch Teile des Hochgebetes sprechen, dass Sie, ja, also bei der Mahlfeier spezielle Aufgaben übernehmen. Also das ist der Plan, ja. Aber vorläufig, das ist ja das, worauf wir die Leute vorbereiten, dass sie dann einmal ohne mich dieser Feier vorstehen können. Dankeschön. Der Herr Mühlbacher. Frage an die beiden Modellvorstellenden. Hat dieser Wechsel vom alten auf das neue Modell Einfluss erstens auf die Zahl der Kirchenbesucher in diesen gehabt und zweitens vielleicht sogar auf die Anzahl der registrierten Kirchenmitglieder? Ich kann es nicht wirklich belegen, aber bei uns glaube ich nicht, dass das irgendeinen Einfluss gehabt hat. Bei uns hat es, glaube ich, auch keinen Einfluss gehabt. Also der Kirchenbesuch, ja, das... Nein, ist nicht weniger geworden. Weil es zum Teil neue Initiativen gibt, auch in liturgischer Form, nicht nur, aber sonst auch, also insgesamt, würde ich sagen, dass es eher mehr Menschen geworden sind. Ja. Wie es denn die einzelnen Gemeinden wahrnehmen, ist wieder was anderes. Aber ich als Pfarrer nehme es schon insgesamt wahr, versuche es zumindest, dass wir weniger werden. Also bei der Zusammenlegung waren wir, glaube ich, mal 10.600 oder so, wir sind jetzt auf 10.200 heruntergesunken, wobei aber das Sonnenviertel Zuwanderungsgebiet ist, neu besiedelt wird, also wir sind voll im Trend, wir verlieren nicht mehr oder weniger Katholiken insgesamt, jetzt wenn man diese Zahlen anschaut, als andere Pfarren oder andere Teile Österreichs auch. Ja. Kurze Frage, gerade in die Pfarre neu. Wie funktioniert das Erarbeiten und das Planen eines Jahres und das pastorale Konzept? Welche Dinge passieren, welche passieren nicht? Wie werden Dinge ausgestaltet? Das sind ja sicher drei unterschiedliche Pfarrkulturen zusammengestoßen. Wie geht es damit um? Ja, also das ist ein bisschen ein Wunderpunkt. Also sowas haben wir zum Beispiel nicht. Ja? Noch nicht, wir arbeiten daran. Etwas also für die ganze Pfarre, weil eben genau das für uns so schwierig gewesen ist. Eigentlich hätte man es im Vorfeld leisten müssen, aber wir haben den Zuständigen gesagt, das schaffen wir nicht und das tun wir nicht. Und da sind wir jetzt ungehorsam, dass wir gehen trotzdem hinein in die Zukunft. Ja. Das heißt also, es ist immer noch ganz wichtig, dass jede Gemeinde, sind ja Teilgemeinden, so dass das, was für sie charakteristisch ist, und war, was sie geprägt hat, dass sie das weiter pflegen, ja? und dass sie daran auch arbeiten. Und insgesamt aber versuchen wir natürlich Schwerpunkte herauszusehen aus dem Ganzen, sagen, diese eine Gemeinde, die ist stark im Kinder- und Jugendbereich, die andere Gemeinde
ist stark im Dialogbereich mit anderen Religionen, ja, mit anderen Kulturen. Und die andere Gemeinde ist vielleicht ganz stark, was Caritas angeht. Also da, das wächst sich so langsam heraus und wir sind jetzt seit eineinhalb Jahren etwa dran, wirklich das auch zu verschriftlichen. Gestern war zum Beispiel, haben wir uns das erste Mal bei uns in der Pfarre mit der Sinusmilieu-Studie befasst. Ja. Das uraltes Ding ist 2000 herausgekommen, die Diözese hat es vor 12 Jahren, glaube ich, gekauft. Aber jetzt erst haben wir das gemacht. Und ja. Das ist bei uns eigentlich ganz genauso. Also da ist jetzt, sehe ich überhaupt keinen oder höre ich gar keinen Unterschied. Und was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ist, wir wären ja am liebsten Pfarre neu geworden, wenn wir dürfen hätten. Es ist nur so, wir haben bei unserem Gebiet eine sogenannte Patronatspfarre, wo die Gemeinde Wien etwas zu den Erhaltungskosten beiträgt und da ist irgendwie alles. Oder Voraussetzung, dass das Pfarrgebiet bestehen bleibt und da will man irgendwie nicht rühren dran. Warum wollten wir Pfarre neu werden? Weil es, das habe ich glaube ich eh schon ein bisschen noch angedeutet, weil einfach die Organisationsstruktur einfacher ist. Ja, der Pfarrverband ist halt einfach aufwendig. Doch. Und deswegen versuchen wir ja jetzt, trotz des Umstandes, dass wir Pfarrverband sind, die Organisation der Pfarre neu zu übernehmen, was wir nach der Pfarrverbandsordnung auch können. Eine bei uns aufgestellte Frage, wo wandert der Klingelbeutel am Montag hin? Also bei uns, wir haben uns ausgemacht, der Klingelbeutel bleibt in den Gemeinden, also rechnerisch sozusagen. Das war eine Übereinkunft und das ist ja, glaube ich, in der Pfarre ohne dies fast schon selbstverständlich, weil ja wir unsere eigene Rechtspersönlichkeit behalten haben. Aber das wäre, auch wenn wir Pfarre neu wären, hätten wir uns das so ausgemacht, dass es in jeder Pfarre bleibt. Da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube nicht, dass da so viel Unterschied ist. Bei uns ist es ganz anders. Also der Klingelbeutel kommt irgendwann im Laufe der Woche oder der Wochen. Wenn eine Gemeinde hat einen guten Safe, also es kann auch mal länger dort liegen, aber bestimmt weiter sagen, ja. Dann es wandert alles auf das eine Pfarrkonto. Wird aber natürlich entsprechend vorher gezählt und wird buchhalterisch den Gemeinden zugeschrieben, ganz klar. Ja. Aber die Frage war, wo wandert er hin? Ja, also ein Konto, buchhalterisch aber. Wir können jederzeit, jeder Gemeinde ganz genau ausdrucken, mit RS2 geht das. Was hat die Gemeinde eingebracht, beigetragen, gesammelt, was weiß ich, bis hin zum Sternzeichenergebnis, alles. Ja. Und auch, was sind die Ausgaben, die laufenden Ausgaben. Ja. Ich rede jetzt nicht vom außerordentlichen Haushalt. Jederzeit ist das möglich und das bekommen die Gemeindeausschüsse auch einmal im Jahr, wenn sie wollen, öfter, ja, zwischendurch Informationen. Und dann wissen sie, wie sie dran sind. Aber verfügt wird zentral. Ja, also noch einmal, also verfügt wird, also es gibt ja Fixkosten, es gibt Heizungskosten, Betriebskosten und Grundsteuern. Nein, was das weiß. Ist eh klar. Das ist aber klar, das muss man ja wohl zentral verwalten. Wie das Geld ausgegeben wird, wird aber zentral. Es geht um, und es geht auch nicht um den Bleistift, den eine Gemeinde braucht oder was weiß ich was. Ja. Das ist, da gibt es einfach einen bestimmten Betrag, wo man sagt, interessiert mich, ich als Pfarrer und als VVR interessiert uns überhaupt nicht. Bitte lasst uns in Ruhe. Ja. Kauft euch die Sachen und rechnet es normal ab und ich schaue mir eh dann das Kassabuch an. Ja. Muss ich ja auch. Ja. Gut. Also, wir haben da. Danke. Der Pater Felber, glaube ich, nicht, hat mir also ein Stichwort gebracht, an das ich anknüpfen möchte, weil er das so wirklich also mit vollem. Habe ich? Näher. Soll ich nochmal anfangen von vorne? Nein. Das tut mir leid, aber ich bin das nicht gewöhnt, diese Handfeuerwaffen. Der Pater Felber hat also gesagt, mit großem Werf, ich glaube, wir haben uns einfach entschlossen, in die Zukunft zu gehen. Nun muss ich sagen, ich erinnere mich nicht genau, ob das der Karl Rahner war oder wer anderer. Aber es war so im letzten Teil des 20. Jahrhunderts, der gesagt hat, die Kirche von morgen wird leben in kleinen, lebendigen Gemeinden. Und was ihr macht, ist ja nichts anderes, als den
Entschuldige, ich bin immer in meiner Ausdrucksweise etwas manchmal harsch, aber es ist doch sehr viel Schachtelhuberei dabei. Was haben die Kleinen, was haben die Leute in der Pfarre davon, dass ihr jetzt euch dreimal trefft oder fünfmal trefft oder mit allen trefft? Das ist schon ein wichtiger Punkt, der mich also interessieren würde. Okay, danke schön. Das war jetzt keine Frage, das war eine Meinung. Das war eine Meinung, ja. Ja? Nein, das war eine Okay, was ist die Frage? Was hat die Gemeinde, davon? Gut. Genau, ja. Gut. Muss ich jetzt zurückfahren? Was haben Sie wovon? Ja, von dieser Zusammenlegung, von diesen Gemeinden, mehrere Gemeinden. Verschiedenes, ja. Also ich habe es vorher versucht zu sagen, was in der Verwaltung ist zum Beispiel, ja. Dass das zentral gemacht wird, dass einfach gesorgt wird. Ja. Das ist eine ganz spezielle eigene Geschichte für, ich denke da gerade an eine Gemeinde, die kleinste, wo die Schwestern alles gemacht haben. Dann hat der Orden entschieden, sie gehen weg und dann hingen die komplett in der Luft. Ja. Das ist nur eine Geschichte, die dort sich abgespielt hat und abspielt. Und da ist es für die, war das Auffangnetz. Ja. Die Pfarre ist aber da. Darum haben auch die Schwestern den Mut gehabt, dann relativ schnell da abzuziehen, weil sie gewusst haben, die Pfarre ist da und fängt das auf. Ja. Also, und dann finanziell, gerade diese Gemeinde hat überhaupt keinen Besitz. Alle Räume gehören entweder den Neulandschulen oder, weil die Schwestern das verkauft haben dorthin, oder der Diözese. Da sind alle unsere Pfarrräume drin. Wir zahlen schön brav Miete. Und da bewährt sich die Solidargemeinschaft. Ja. Die sagen immer wieder, das höre ich immer wieder, Gott sei Dank gehören wir zu dieser Gemeinde dazu, wir werden mitgetragen und wir dürfen das weiterleben, was uns wichtig ist und was wir vorher auch schon gemacht haben, wir dürfen auch was probieren. Natürlich stoßen wir da auch ein bisschen an, Leo haben wir dort angesiedelt, gegen wie viele Widerstände und jetzt nach 1,5 Jahren sagen sie, ja, das möchten wir nicht mehr missen, das gehört zu uns und das lassen wir uns auch nicht mehr wegnehmen. Ja, manchmal muss man Menschen auch zum Glück ein bisschen drängen, ja. Aber ja. Okay, gut, wir haben eine ganze Menge Fragen. Dankeschön. Ich möchte etwas aus einer Praxis, einer Pfarrgemeinde, Praxis im Waldviertel erzählen. Wir haben da ein Ferienhaus und da sind 7 Gemeinden zusammengezogen zur Pfarrgemeinde. Und da gibt es immer eine Broschüre, also ein Heft, ein Informationsheft von diesen Gemeinden. Da gehört Bad Traunstein, da gehört Schönbach, da gehört Rabottenstein und so weiter und so fort. Und dazu betreut werden diese Pfarren von 3 Pfarren für 7 Gemeinden. Ja. Und da ist genau aufgelistet, wann dort und dort verschiedene Messen stattfinden. Man hilft sich dann mit Wortgottesdiensten aus. Also da gibt es dann Pastoralassistenten, die eben die Gläubigen da, also die eben den Pfarrbetrieb in der Kirche auch aufrechterhalten. Und dann gibt es einen Messplan. Und da kommt es dann natürlich, dass nicht mehr jeden Sonntag oder Feiertag und so weiter zu einer bestimmten Zeit eine Messe stattfindet, sondern da haben wir zum Beispiel die Ostermesse, ist dort um 10, woanders, also wenn es ein Pfarrer machen muss, dann um 5 Uhr in der Früh, 5:30 in der Früh, also das ist genau aufgelistet, dann für die diversen Taufen, Begräbnisse, das ist alles genau organisiert, ja, also das ist in dem Monat, macht dieser Pfarrer die Begräbnisse, betreut diese Begräbnisse und so weiter und fort. Also das funktioniert wunderbar. Also die sind also gut, also das ist das organisatorische Radl am Land, dass 7 Gemeinden durch 7 einen guten Gemeinden Plan organisiert werden können. Und dann ist es so, wenn es kommt natürlich auch vor, dass unter Umständen ein Pfarrer ausfällt, ja, oder ein Priester, und dass man sich dann aushelfen kann. Dann kommt vom Stift Bettel eine Aushilfe. Dankeschön, danke. Ja, dankeschön. Das war jetzt eine Erzählung. Ich bleibe kurz auf dieser Seite, ich habe euch da drüben nicht vergessen, gibt es mir dann ein gescheites Handzeichen, dass ich das alles habe. Da habe ich gesehen, davor war noch hier eine Frage. Jetzt werden wir hier noch.
jetzt eine Meinung. Eine Meinung, ja. Nach meinem Empfinden. Bitte, bitte. Es ist wahnsinnig schwer zu verstehen. Alle sind leise. Bitte aufstehen. Nach meinem Empfinden, ist es jetzt besser? Nach meinem Empfinden wurde hier über die diversen Organisationen gesprochen und kein Mensch hat über Seelsorge gesprochen. Das ist doch auch ein wichtiges Aufgabengebiet. Dankeschön. Das wollte ich auch sagen. Es ist nämlich so, Sie reden immer nur über das Gute, Sie reden über das, was Ihnen persönlich in Kram passt. Aber Sie müssen auch die hören, denen die etwas zu entgegnen haben. Wir sind eine Glaubensgemeinschaft mit einem Pfarrer Norbert. Die Kirche ist jeden Sonntag voll. Also wir brauchen das gar nicht. Wir benötigen das nicht. Ihre Vorteile. Okay, dann, so. Dann muss man jetzt schon was zur Fairness halber sagen. Ich finde das erstens wahnsinnig toll, dass Sie alle hier sind. Ja? Und Und wir fühlen uns jetzt nicht hier missioniert, sondern im Dialog. Und dadurch, dass wir das Mikrofon herumgeben, darf eh jeder seine Meinung sagen. Also keine Sorge, ja. Aber einen Gegenpass geben. Nein, also zum Stichwort Seelsorge. Natürlich passiert Seelsorge weiter. Ich bin ja nicht allein. Also da gibt's ein Team von Hauptamtlichen. Und da gibt es auch den Altpfarrer Ladislaus Lutzki, der so im September 80 geworden ist. Der ist nach wie vor im Team dabei, dass es und arbeitet mit und hat seine fixen Gottesdienste und betreut Senioren in einer Gemeinde und so regelmäßig, begleitet die. Und wir führen ausführliche Taufgespräche, wir besuchen die Leute zu, wir führen ausführliche Trauergespräche und Trauungsgespräche und so weiter. Das passiert ja alles, ja. Das ist ja nicht, wir besuchen Menschen zu Hause mit der Kommunion und so weiter, damit sie auch die Sakramente dort bekommen, wo sie, wenn sie nicht hinkommen. Das passiert alles, ja. Das geht weiter. Das hört nicht auf, ja. Also worüber, ja, ne? Gut. Punkt. Dankeschön. Von mir aus eine Aufgabe. Wir haben in Probstdorf angefangen, vor Jahren schon, uns alle als Seelsorger zu sehen. Wir haben ich bin der einzige Hauptamtliche, nebenbei bin ich Universitätsseelsorger, das von Haus aus. Auch mein Vorgänger, Joschi Klima, war zur vollen Lehrverpflichtung in Wien Religionsprofessor. Und daher ist die Pfarre als Ganzes Trägerin der Seelsorge. Wir haben auch dieses Wort Betreuung hat ein bisschen auch eine gefährliche Seite. Ja? Das heißt, der eine lässt sich betreuen, der andere betreut. Aber mehr und mehr versuchen wir auch in allen auch dieses Bewusstsein zu wecken, dass sie selbst, und zwar im überwiegenden Teil des Lebens, das ist ja nicht die Sakramentenfeier, sondern das Leben, Seelsorger sind. Und auch in Bereichen, die vielleicht anderswo sozusagen immer noch den Hauptamtlichen oder den Geweihten überlassen sind. Also wir haben einen Taufkreis, der zur Taufe hinführt und die Tauffeier mitgestaltet und mitträgt mit mir zusammen noch und in vielen anderen Bereichen ähnlich. Also Seelsorge, das ist etwas, auch bei diesem Team verstehen wir es so, von dem ich gesprochen habe, dass sie sich nicht nur als die Leiter des Gottesdienstes verstehen, sondern dass auf sie auch das, was ich bisher als Leiter der Eucharistiefeier, als, ich würde sagen, Seelsorge rundherum auch getan habe und zu tun versuche. Also würde auch dafür plädieren, das nicht so auseinanderklappen zu lassen, sondern zu sagen, Seelsorge, Gott sei Dank ist der Begriff nicht mehr monopolisiert für die Geweihten, denn auch offiziell gibt es Seelsorgerinnen und Seelsorger, daran ist erkennbar, dass offensichtlich auch Frauen darunter sind. Und also das wollte ich auch anmerken, weil das ist, glaube ich, auch ein Stück, egal in welchem System. Ja, egal in welchem System. Dankeschön. Wir machen jetzt ein bisschen einen Staffellauf. Darf ich bitten, einfach nur bis zum roten Pullover durchzugehen? Danke, dass ich da auch das Mikrofon bekomme. Ich habe hier in Gersthof
mein ganzes Leben gelebt. Ich bin als Ministrant, ja, in 1946 habe ich hier begonnen und bin noch immer da. Es hat sich viel geändert, aber wenn ich jetzt so höre, was sich jetzt abspielt, bin ich entsetzt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass dieses Leben, wie es die letzten Jahrzehnte, nicht nur unter unserem derzeitigen Pfarrer, auch früher, sehr, sehr intensiv war. Dieser Saal, den zu bekommen, ist ja fast unmöglich. Da muss man sich ein Jahr vorher anmelden, dass man überhaupt in diesem Saal irgendeine Veranstaltung machen kann. Dieses intensive Leben kann ich mir dann nicht mehr vorstellen, weil die Zusammenlegung kann nicht funktionieren. In Währing haben wir 5 Pfarren, die mehr oder weniger gut besucht werden. Ich kenne zum Beispiel sehr gut auch die Pfarre St. Severin. Habe jahrzehntelang dort gesungen, auch in Rodaun haben wir ausgeholfen. Dort sind die Polen vor einiger Zeit nach Weinhaus ausgezogen. Es tut sich in Weinhaus etwas mehr, aber in St. Severin nichts mehr. Wenn hier auch das so ähnlich sein wird, ist nichts mehr los da. Es ist ein derartig intensives Leben hier. Die Kinderarbeit, die Jugendarbeit, wir leben alle davon. Wir freuen uns, aber wenn das alles zusammengelegt wird, ich kann mir es nicht vorstellen, weil ich würde nach Weinhaus oder nach Gertrud wahrscheinlich nicht zu irgendwelchen Veranstaltungen hingehen, weil das kann man sich gar nicht leisten, dass man dort Erwerbung anbringt. Wer sollte dort Erwerbung machen, wenn ich von da aus das machen soll? Also okay. Flughöhe sind wir jetzt relativ ins Operative gesunken. Wir sollten hier nicht zu sehr begeistern, sondern lieber lassen, wie es ist. Gut. Seid ihr so lieb, gebt ihr das Mikrofon gleich weiter, das war eine Meinung, das war keine Frage. Ich lasse Sie gleich dann wieder, nehmen nur da hinten noch eine zweite. Danke. So, danke, über einige Fragen bitte. Die erste Frage ist die, wenn es eine Organisationsänderung gibt und eine solche ist ja tatsächlich die Überführung der jetzigen Pfarrstruktur in eine neue, dann muss es dafür einen Grund geben. Ich möchte vorausschicken, dass ich nicht zu dem inneren Kreis gehöre, zu jenen 250 Personen, sondern eher zur Differenz auf, ich glaube 6.000 wurde genannt, also zu den 5.750. Ich kenne also den Prozess nur wenig, bin dankbar, dass ich den heute miterleben kann und dass ich wenigstens eine gewisse Information bekomme. Aber für mich ist eine sehr wichtige Frage wohl die, warum macht man das? Ich habe Änderungsprozesse in anderen Bereichen genug erlebt. Da war es entweder das Geld, Personal, Priestermangel könnte ich mir vielleicht hier vorstellen oder auch nicht, ich weiß es nicht. Oder irgendwelche neuen Strukturen, Mitbestimmungsstrukturen oder einfach die jetzigen Strukturen sind so verknöchert, dass man sie irgendwie aufbrechen muss. Also ich möchte nicht behaupten, dass das so ist, ja. Aber ich würde den Grund ganz, das Motiv würde ich gerne wissen. Das ist das eine. Das zweite, ich möchte eine Frage von Herrn Köck eigentlich wiederholen, die eigentlich nicht wirklich beantwortet mir erscheint. Was habe ich ja, als einfaches Mitglied der Pfarre von diesen neuen Organisationsformen? Also für mich ist wichtig, eine Pfarre, in der es am Sonntag zum Beispiel eine Messe gibt, also die in exzellenter Weise hier immer gemacht wird. Es gibt also, ich habe nie erlebt in dieser Pfarre. Dass eine Messe nur mit 10 Personen oder mit noch weniger stattgefunden hat, wie es in anderen Pfarren wohl der Fall ist. Für mich ist auch wichtig, ich habe 3 Enkelkinder, die bestens in dieser Pfarre integriert sind. Die fühlen sich hier zu Hause und freuen sich jede Woche schon also auf die Ministrantenstunde und wenn sie ausfällt, ist es ein Malheur. Das Ergebnis der Sternsinger, 32.000 Euro. In dieser Pfarre. Ich habe am Sonntag, wie dieses Ergebnis verkündet worden ist, wahrscheinlich in ganz Wien, waren wir zufällig eigentlich in der Stephanskirche und ich habe hier dort die Verkündigungen miterlebt. Und dort wurde verkündet,
Wir haben fast 8.000 Euro. Also diese Pfarre hat viermal so viel wie die Stefan. Es ist natürlich das Umfeld ein anderes, klarerweise. Aber wenn man eine derartige Struktur verändern will, dann muss es wirklich einen guten Grund dafür geben. Und diesen Grund, das ist für mich also wirklich eine der wichtigsten Fragen, also was steckt da eigentlich dahinter? Eine letzte Frage noch an Sie, Herr Dr. Schüller. Ihr Modell, das bei Franziskus auf dem Schreibtisch liegt, also das, von dem Sie gesprochen haben, ist da nicht unbedingt ein Gegenmodell zu diesem Pfarrverband, oder sondern das könnte man auch innerhalb des Pfarrverbandes also realisieren. Spricht also nicht unbedingt dagegen, nicht, aber auch nicht dafür, das würde man ganz neutral sehen. Aber wenn es um den Personalbedarf ginge und um das Hereinholen von Mitgliedern der Pfarre in verantwortliche Positionen, dann ist das sicherlich ein Weg, einen drückenden Personalnotstand also vermutlich zu begegnen. Danke. Gut. Dankeschön. Das ist... Das war eine Menge. Ich versuche das jetzt ein bisschen zu strukturieren. Ja? Also wir haben für mich zwei Teile. Das eine ist wieder, was habe ich konkret als Pfarrmitglied davon? Ja? Das werden wir als nächstes machen. Ich denke, da waren schon Ansätze da. Kann man nochmal. Und das zweite ist, warum? Was ist der Grund dahinter? Und jetzt gibt es zwei Perspektiven. Ja? Es gibt eine sachlicher, einfach strukturellen Prozess in der Diözese, also dass es einfach diese Modelle jetzt gibt, die versucht werden zu leben. Es gibt natürlich eine Sichtweise aus der Pfarre Gersthof. Und ich will das jetzt versuchen, ja, und ich bitte jetzt Sie hier am Podium, dass Sie hier sehr, sehr bedacht mit Ihren Worten auch miteinander umgehen, ja, weil es gibt zwei berechtigte Seiten. Ja, dass wir, Sie, ich gebe Ihnen allen dreien natürlich das Wort, aber dass Sie versuchen auch zu erklären, warum ist grundsätzlich etwas hinter diesem Modell und was könnte es bei Gersthof sein? Weil das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Ja? Und wir sind hier ja eigentlich noch nicht bei einer Werbeveranstaltung, sondern eigentlich beim Aussortieren. Ja? Ich muss mich einmal kurz strukturieren. Machen Sie das ruhig. Ich denke dann mache ich jetzt kurz, ich lasse Ihnen eine Sekunde, Herr Pfarrer Schüller, dass das jetzt nicht das Gegenmodell gegen die Pfarre neu ist, sondern dass das ein Überzeugungsmodell ist, wie kann man mit strukturellen Herausforderungen in der Kirche umgehen, aber auch mit seelsorgerischen Fragen, das ist eigentlich, glaube ich, Ihre Antwort. Naja, also ich meine, wir gehen ja davon aus, dass das Gemeinde zunächst einmal Communio ist, Gemeinschaft ist. Das bedeutet, dass gewissermaßen das bei der Größe Grenzen hat. Ja, das, also die Kohäsionsfähigkeit, um es physikalisch auszudrücken, ist bei aller Interesse an größeren Räumen ganz realistisch einzuschätzen. Ich glaube schon, dass es natürlich Synergien gibt zwischen den existierenden Pfarren, die hat es aber dort, wo es vernünftig zuging, auch immer gegeben. Ich hatte zum Beispiel 15 Jahre lang mit der Nachbarpfarre eine gemeinsame Pfarrkanzlei. Weil Protzdorf und Großenzersdorf, das hat sich aus anderen Gründen dann aufgehört. Aber also ich würde sagen, gleichzeitig aber bedarf es gerade in der Seelsorge möglichst vieler kurzer Wege. Und ich sage auch, dass sozusagen, ich sehe auch ganz nüchtern die Belastungsfähigkeit der Ehrenamtlichen. Es ist angesprochen worden, die Ebenen. Ganz realistisch gesagt, wenn gerade diese Verteilung geplant ist, diese permanente Überlegung und Verteilung, dann muss jeder auf jeder Ebene natürlich präsent sein. Jetzt sagen mir meine eigenen Ehrenamtlichen sozusagen, dass sie mit dem, was in der Pfarre geschieht und auch was sie seelsorglich tun, eigentlich schon ziemlich am Limit sind. Und daher Ihnen zu ersparen, dass Sie jetzt sozusagen auch noch entweder permanent in sich oder äußerlich durch Treffen zu allen möglichen Dingen auch noch kommen sollen, damit sinnvoll vertreten wird. Das hat ja keinen Sinn zu sagen, da geht eh keiner hin. Ja, das muss ja leben oder so. Ja. Also, und die Antwort auf die Ursache ist ganz einfach. Es gibt zu wenige Pfarrer. Nein, der Papst Leo hat schon gesagt, die Welt ist voller Priester, aber es gibt da wenige Seelsorger.
Das ist ein Papst gewesen. Man muss sagen Pfarrer, denn es gibt auch Priester, die in dieses Amt nicht hineingehen, die nie drinnen waren. Übrigens in neuester Zeit in Deutschland zu beobachten, die da nicht mehr hineingehen wollen, weil sie sagen, das habe ich mir anders vorgestellt und so weiter und so fort. Aber die Ursache ist eindeutig, es gibt zu wenige Pfarrer herkömmlichen Zuschnitts und jetzt wird rund um die, die da sind, umstrukturiert. Das kann man nicht anders sagen. Jetzt gibt es einige Gründe dafür, die sagen, ja, wenn manche Gemeinden selbstständig nicht mehr lebensfähig sind, dann müssen sie doch irgendwo aufgehen können. Das würde meines Erachtens auch anders gehen, wenn diese Gemeinden das wollen. Aber das ist der Grund. Und deshalb setzen wir mit unserem Modell und Lobinger und Kreutler eigentlich ursprünglich dabei an zu sagen, aber das könnte auch einen anderen Weg öffnen. Nämlich sind wirklich keine da, keine vorhanden und so weiter. Aber diese Diskussion hier aufzumachen ist vielleicht zu viel, nur die eine klare Antwort. Und die andere Frage, alles was eine sinnvolle, lebendige Communio mit natürlich Solidarität mit der Umgebung und mit allen anderen. Auch im Neuen Testament ist ausführlich davon die Rede, dass die Gemeinden füreinander Sorge getragen haben, die haben füreinander gesammelt. Paulus war so quasi der erste Caritas-Direktor und hat die eine Gemeinde angebettelt für die Armen in Jerusalem und so weiter. Das war immer da. Aber er hat in Antiochien, das steht hier, aus der Gemeinde die Leute genommen, wo er gesagt hat, oder die Gemeinde ihn präsidiert hat. Und insofern ist das meine Denkwelt. So. Dankeschön. Ich schaue noch ganz kurz. Wollt ihr die Tür da hinten vielleicht aufmachen? Damit, ich sehe offen, Entschuldigung. Dann haben wir so. Also ganz kurz die Gründe. Aus meiner Sicht sind das schwindende finanzielle und personelle Ressourcen. Personell sowohl im Hauptamtlichen, und man darf das auch nicht übersehen, letztlich auch schwindende ehrenamtliche Ressourcen. Letztlich die Nutzung von Synergieeffekten. So erlebe ich das jedenfalls bei uns im Pfarrverband. Und ich glaube, dass ein Großteil der Leute bei uns das mittlerweile wirklich als Bereicherung sieht, weil man, wie ich das auch eingangs schon gesagt habe, beginnt über den Tellerrand zu blicken, was Neues kennenlernt und es einfach ungemein spannend ist. Die eine Wortmeldung, da möchte ich ganz konkret was entgegnen. Meine Erfahrung ist, dass sich die konkreten Pfarrleben, also dort, wo etwas da ist, das verschwindet nicht durch das Zusammengehen. Das ist einfach meine Erfahrung. Was hat der Einzelne davon? Das wird Ihnen so aber auch passieren, weil irgendwann einmal wird der Pfarrer in Pension. Ja, und dann... Ja. Okay, wir fangen jetzt nicht an. Wir brechen uns jetzt nicht aus. Lieber Herr Pater, das Wort ist jetzt bei Ihnen. Ich weiß, da haben wir dann die nächste Wortmeldung. In der ersten Reihe hat sich auch jemand zu Wort gemeldet. Ja, also der Grund für die Umstrukturierung, ich sehe es inzwischen auch längst, weil ich doch lang genug jetzt in der Diözese bin, wie du das gesagt hast. Also es geht wirklich um den eklatanten Pfarrermangel. Also es geht darum, Menschen in Leitungspositionen. Aber es heißt eben nicht, dass das immer Priester sein müssen. Ja, also ich glaube halt, insgesamt wird sehr deutlich in dem ganzen Prozess, dass die Strukturen der Kirche, wie sie sind, sie auch immer auch hindern, ja, und behindern. Und das ist ihre Not auch ein bisschen, aber auch ihr Rückgrat wieder. Ja, also, also das ist so beides. Ja. Was ich eigentlich sagen will, ich glaube, was habe ich davon? Von der Umstrukturierung an und für sich gar nichts, ja, würde ich einmal sagen. Das könnte die Diözese einfach auch durchziehen, ohne dass da wirklich großes Erdbeben ist, dass das viele merken. Das wäre, an dem Punkt war ich schon einmal, wenn man dachte, warum macht man da so viel auf, jetzt hätte man so auch mal. Aber es geht ja noch um was anderes auch. Es geht um die Nöte, die schon angesprochen worden sind. Die Not von Leitern. Ja, ob das jetzt Geweihte sind oder also nicht Geweihte, also Priesterleien, was weiß ich, das sei jetzt dahingestellt. Es geht einfach um, wie Herr Pfarrer Schüller schon gesagt hat, um die Nähe zu Menschen, um die Pastoral, und er hat es vorher auch so schön gesagt, und ich glaube, das ist etwas, wo wir alle was davon haben, das sehe ich inzwischen so,
dass eben das umstrukturiert wird und dass es eben auch die Rede gibt von Mission und von Jüngerschaft und so. Das ist halt etwas, was wo ja Volkskirche auch sich wieder neu auf den Weg machen muss, und das hilft uns dabei. Ja. Und ja, da ist sehr viel im Umbruch, da passiert sehr viel. Ich glaube, es hilft uns einfach, es ist vorher gesagt worden, es geht um die Taufberufung aller. Und das haben wir davon, dass wir merken, jeder und jede Einzelne, ich habe eine Taufberufung und ich habe eine Verantwortung für den Menschen neben mir, der auch getauft ist oder auch nicht getauft ist. Ja. Und es geht um ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen. Nicht immer sagen, der Pfarrer muss alles machen oder die Hauptamtlichen oder wer immer, sondern wir miteinander. Das sehe ich als einen Gewinn bei uns jetzt. Ja. Da ist viel in Bewegung. Jetzt hat der Bernhard das Wort, weil jetzt haben wir die quasi abstrakten. Jetzt bitte konkret auf Gersthof. Der Pfarrgemeinderat hat ja hier eine Meinung. Also was ist der Grund in Gersthof? Naja, und das wird jetzt subjektiv und wir werden das Gegenwart zulassen. Wir sind also aufgefordert, einen Beschluss zu fassen. Wir haben im Pfarrgemeinderat schon vielfach diskutiert über unsere Zukunft. Ich bin im Moment der Überzeugung, dass wir sehr gerne eine eigenständige Pfarre bleiben wollen. Wie gesagt, die Abstimmung wird erst nächste Woche erfolgen. Wir werden da sehr wohl schauen, wie Sie, wie die Gläubigen, die am Wochenende jetzt unsere Messen besuchen, hier abstimmen werden. Wir glauben, wir sind kräftig genug, energiegeladen genug, hier gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Das ist meine Aussicht. Aber es ist eine persönliche Meinung jetzt. Wie gesagt, nach allen Gesprächen, die wir geführt haben, glaube ich, es wird auch eine deutliche Mehrheit dafür sein. Gut, wir machen jetzt nicht Akklamationen. Dankeschön. Ich bin ein unglaublicher Freund der Demokratie und von diesen kleinen Boxen, wo man seine Meinung abgeben kann und sie dann frei. Ist notiert. Wir kommen jetzt hier nach hinten, dann hierher, dann hierher, dann hierher, dann hierher. Wenn man das alles merkt. Also ich bin heute hergekommen schon mit der Überzeugung, dass es ein guter Weg für Gersthof wäre, wenn wir unsere Eigenständigkeit weiter behalten. Ich muss sagen, nach dem, was ich heute jetzt gehört habe, und ich habe das auch sehr interessant gefunden, fühle ich mich in den Argumenten eigentlich noch weiter bestärkt. Weil ich glaube, unsere Ausgangsposition ist doch eine ganz andere als in den Pfarren oder Pfarrverbänden, die heute am Podium präsentiert sind. Nämlich schon einen von den nackten Zahlen her. Wir sind einfach eine ganz große Zahl von Katholikinnen und Katholiken hier in Gersthof, also 6.000. Und wenn ich höre, sozusagen in beiden Pfarrenahe-Pfarrverband geht es jeweils um 10.000. Da sind wir also schon, sage ich einmal, fast oder mehr als die Hälfte jedenfalls dieser Zahl haben wir schon. Das ist doch etwas anderes von den Zahlen her. Aber ich denke auch, und das mag jetzt vielleicht arrogant klingen, aber nachdem ich zu denen gehöre, die am wenigsten zum Erfolg dieser Pfarre beitragen, traue ich es mir dennoch zu sagen, ich glaube, wir haben ein wahnsinnig aktives Pfarrleben hier, das sicher überdurchschnittlich, weit überdurchschnittlich zu allen oder zu den Pfarren in der Diözese letztlich ist im Vergleich zu vielen anderen Pfarren. Wir haben 50 Gruppen und so weiter. Ich glaube, wir brauchen uns das gegenseitig nicht erzählen. Wir wissen, dass das ist einfach wahnsinnig aktiv. Und das ist nicht sozusagen eine Ausgangsposition, wo ich 4 oder 5 Pfarren zusammenlege und wo das Pfarrleben halt schon ein bisschen in manchen dieser Pfarren offenbar, wenn ich so richtig durchhöre, auch ein bisschen eingetrocknet ist. Das ist, glaube ich, die unterschiedliche Ausgangsposition. Und daher glaube ich, dass es gute Gründe gibt, dass wir weiter eigenständig sind. Und wir haben vor allem, glaube ich, auch noch etwas anderes mit zu bedenken. Es ist heute ohnehin schon erwähnt worden. Einer der Gründe, glaube ich, nicht der einzige, aber ein wichtiger Grund, warum Gersthof so erfolgreich unterwegs ist, ist sicher Pfarrer Norbert. Und und wir wissen, dass Pfarrer Norbert viele Jahre, Jahrzehnte Pfarrer ist und war, dass die Zeit irgendwann einmal zu Ende gehen wird, wobei ich hoffe, dass Norbert noch möglichst lang, solange für ihn das passt,
auch seelsorgerlich weiter in Gersthof tätig sein wird und hoffe, dass wir ihn uns auf diese Weise noch bewahren können. Aber realistisch müssen wir natürlich schauen, dass wir unsere Pfarre auch auf eine Zeit danach vorbereiten müssen und dass es uns hier gelingen muss, auch das Laienelement noch weiter zu stärken. Ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg. Das sollte erfolgen, aber ich glaube, dass es für Gersthof jetzt einfach in der Zumutung zu viel wäre, diese verschiedenen Wechsel, diese Änderungen auf einmal zu machen. Daher glaube ich, dass es gut wäre, wenn Gersthof eine Pfarre weiterbleiben würde, wenn wir jetzt Zeit haben, unseren Weg zu gehen, uns vorzubereiten quasi auf eine neue Kultur in Gersthof, dann und uns das Gute, das Tolle, was es gibt, auch weiter bewahren können. Aber da, glaube ich, ist es wichtig, dass wir eigenständig sind, weil sonst fürchte ich, dass viel von dem Guten, was wir hier haben und was passiert, verloren gehen könnte. Dankeschön. Eine kurze formale Frage. Was steht denn genau auf dem Stimmzettel? Stehen da drei Möglichkeiten, Pfarre neu, Pfarrverband und Eigenständigkeit. Okay, gut. Also nur, dass alle wissen, drei Optionen sind auf diesem Zettel. Ich hätte das Anliegen, dass... Warte, einen Moment bitte. Dass auf den Fragebogen auch eine Position kommt, was mit unserer Pfarre sein soll, die wirklich eine eigenständige Pfarre ist, mit unserem Pfarrer. Ich plädiere dafür, dass eine weitere Position kommt und sind Sie dafür, dass Pfarrer Norbert weiter diese Pfarre führt und dass diese Pfarre eigenständig bleibt? Gut, ich denke, ganz, ganz kurze Anmerkung nur dazu. Wir wollen schon die Zukunft der Pfarre und die Zukunft von Pfarrer Norbert trennen. Es geht jetzt einmal in erster Linie um die Zukunft der Pfarrgemeinde Gersthof St. Leopold. Und natürlich werden wir uns auch sehr um die Zukunft von Pfarrer Norbert kümmern. Aber das soll dann in einem zweiten Schritt erfolgen. Also wir werden jetzt auf dem Stimmzettel, die sind auch schon fertig gedruckt und so weiter, diese drei Positionen haben. Aber ich greife das gerne auf. Wir werden das zu gegebener Zeit dann noch einmal entsprechend vielleicht auch die Gemeinde befragen. Machen wir jedes Wochenende eine Abstimmung, ein bisschen Demokratisierung schadet nicht. Dankeschön. Für mich ist bei all den Bedenkungen, Überlegungen ganz wichtig die Frage des Kirchenbildes. Da liegt meine große Sorge. Und ein zweites, ich bin davon überzeugt, das sagt mir mein langes in Gersthof sein, dass es vor Ort Menschen braucht, die Ansprechpersonen sind, ob jetzt als Priester, als Seelsorger, als Seelsorgerin, ist ein Priester auch, aber muss nicht der Geweihte sein. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass hier immer wieder jemand herkommt, zu dem man welche Beziehung auch immer aufbauen kann. Das ist das eine. Und das zweite ist eine Frage an hierher. Ich kenne Caro lieber, weil ich aus der Nähe stamme. Ich kenne den 10. Bezirk ein Stück aus Erzählungen von verschiedenen Leuten. Um welche Größenordnungen handelt es sich? Wenn Sie sagen, wenn ihr sagt, man macht Kommunionvorbereitung und Firmenvorbereitung teilweise gemeinsam, mit wie viel 100 Leuten? Kindern und Jugendlichen. Das wäre meine Frage, weil ich mir das ja nicht vorstellen kann im Riesenformat. So, Moment. Ganz kurz eine Rückfrage, weil da gab es Gemurmel, nicht verstehen. Was meinst du mit Kirchenbild? Kirchenbild ist die Frage, geht alles vom Priester aus, vom Geweihten? Wir haben die gemeinsame Taufe, aber wie schaut das dann konkret aus? Es ist für mich eine Frage der Theologie, auch als Frau in der Kirche. Ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube einfach nicht, dass die Ausbildung in ganz Europa, ich weiß es auch, dass sie nicht so ist, wie ich mir es wünschen würde. Also ich glaube, dass auch viel Diskussion aufgeht mit diesen Inhalten von der Theologie her. Gut, das war eine Meinung. Ja, es gab eine Frage. Das war eine konkrete Frage. Es geht einfach um die Mengengerüste. Also wie viele, machen wir keine Statistik, aber
sind es 30, 70, 200 Kinder, die die Erstkommunion im Jahr haben. Zwischenruf, die Pfarre Währing hat 12 Kommunionkinder. 8 Buben, 7 Mädchen, habe ich heute im Pfarrblatt gelesen. Okay, gut. Wir machen keine Zwischenrufe, weil wir sind strukturiert. Dankeschön. Also Erstkommunionkinder haben wir im Pfarrverband 30, 40, das ist jetzt wirklich eine Schätzung. Ja? Naja, Sie sind ja auch sozusagen, ja, die sich auf die Firmung vorbereiten. Danke. So viel das Firmung weiß ich nicht, aber auch irgendwo in dieser Größenordnung, sage ich jetzt einmal. Vielleicht steht auch was in der Homepage drüber, ich weiß es nicht. Ja. Okay, nein, also 30, nur die Vergleichszahl Gersthof ist wie viel? 70. Gut. Herr Bater. Also du stellst die Frage nach der Praktikabilität, wenn es noch mehr werden. Gut. Ja, also die Erstkommunionvorbereitung ist nach wie vor in den Gemeinden und da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Das sind Teams aus den Gemeinden, die das leiten. Und also in einer Gemeinde, in der kleinsten Gemeinde sind es 30 Kinder, in der größten Gemeinde sind es etwa 20 und in der anderen, in der mittelgroßen, zu 15. Ja? Also kommen wir auf ca. 65 oder so, 60 Kinder jetzt. Ja. Okay. Firmlinge sind wir, glaube ich, inzwischen bei 20 angelangt. Das wächst vom Beginn im Herbst so mit 12, dann kommen wieder ein paar dazu und so mit 20. Gut. Der Herr Pfarrer Schüler wollte noch was sagen und dann haben wir hier zwei Wortmeldungen. Ich möchte einhaken bei dieser Frage mit dem Kirchenbild, um es etwas konkreter zu sagen. Wir unter uns Priestern kursieren die verschiedenste Kirchenbilder. Ich tue mir als Priester leichter. Ihre Vornehmheit hat es Ihnen nicht erlaubt, das ganz genau auszuführen. Verschiedenste Kirchenbilder, das bei mir selbst links und rechts von meiner Pfarre zwei Pfarren, in der eine der ersten Akte der beiden Pfarrer waren, sämtliche bis dahin gut aufgebauten Wortgottesdienstleiterinnen sozusagen zu entlassen und nach Hause zu schicken. Alles macht der Pfarrer. Und Kirche ist auch dort nur, wo der Pfarrer ist. Und ich würde Ihnen sehr empfehlen, worauf immer Sie eingehen, was immer Sie verhandeln, thematisieren Sie auch diese Vorstellungen. Es ist im Nachhinein praktisch nicht möglich. Ja, welche Vorstellungen haben die Geistlichen, die Priester, die Hauptamtlichen möglicherweise auch, Diakone, Pastoralassistenten, von dem, was Ihnen wichtig ist oder wie Sie das sehen? Eucharistiegestaltung, Gottesdienstgestaltung, Sakramentenvorbereitung. Die Handhabung der heiklen Fragen, Ehe, wiederverheiratete Geschiedene. Ich würde Ihnen empfehlen, alles auf den Tisch zu legen. Auch wenn es zunächst ungemütlich ist, aber es hat einen großen Vorteil, wenn man da mit Klarheit hineingeht. Sonst haben Sie in Dutzenden und zig Fällen serienweise Verstimmungen. Ich könnte Ihnen da ganze Abende erzählen, bis hin zu pastoralen Asylwerbern, die da bei mir anlanden in der Pfarre und wo man dann versucht, noch ein bisschen zu reparieren. Also das alles ist jetzt ein bisschen ein ungemütlicherer Einwurf gewesen, aber ich wollte Ihnen nicht ersparen. Die Aufrichtigkeit ist einfach notwendig in diesem Punkt. Gut, wir machen jetzt eine Publikumsrunde, dann kommen wir wieder zu dir zurück, Bernhard. Ich habe 2-2-1 im Kopf. Mich würde grundsätzlich einmal interessieren, bei dem akuten Priestermangel, den wir haben, wieso kommt überhaupt die Frage, wenn es bei uns zum Beispiel einen erfahrenen Priester gibt, der wirklich gern noch bleiben will, oder auch, wie Sie gesagt haben, der Pfarrer Schüller, dass Sie jedes Vierteljahr gefragt werden, da gibt es Pfarrer, Priester, Vierteljahr, ich habe es eh verstanden, Vierteljahr. Da gibt es welche, die couragiert, engagiert, charismatisch, gescheit. Wir haben solche Pfarrer. Wieso kommt überhaupt irgendwer auf die Idee, diese nach dem Verbleib zu fragen? Das ist eigentlich unglaublich für mich als Pfarrmitglied. Ja, aber das ist doch, sind doch hochintelligente Menschen. Ja, aber
Aber wenn wir einen Priestermangel haben und er stellt sich ja zur Verfügung, der das, diesen Job gern macht, man sieht richtig, dass das Menschen sind, die dafür leben, und dann gerade diesen legt man nahe, sich vielleicht dann in die Pension zu gehen. Das ist mir ein komplettes Rätsel, verstehe ich nicht. Dieses Rätsel werden wir heute nicht lösen, weil der Kardinal ist nicht unter uns. Aber ich weiß schon, aber das ist meine Hauptfrage. Ja, gut, danke schön. Ja. Würde ich immer gerne selbst stellen. Schreiben Sie. Nein, ich gehe persönlich. Also, ich bin in Gersthof geboren, also nicht geboren wahrscheinlich, aber ich bin halt als Kind schon da gewesen und jetzt wohne ich im 19. Bezirk und ich komme immer am Sonntag oder immer wieder mal her. Und fühle mich als Mitglied der Gemeinde. Die Frage ist, bin ich dann bei diesen 6.000 dabei, wenn ich gar nicht in Gersthof wohne? Und darf ich dann überhaupt ein Kreuzerl machen? Aber die Frage geht weiter, weil ich frage mich, Gemeinde ist ja sowieso nicht mehr so wie früher, dass Dörfer sind und dazwischen lange Kutschenstunden, sondern wenn mich eine Gemeinde anzieht, komme ich auch über den Berg auf der anderen Seite vom Türkenschanzpark hierher. Also wenn Gemeinde ist, dann also, oder ich gehe auch zur Taufe von meinem Taufkind in die Kirche am Kutschkamarkt. Also man kann ja herkommen einfach. Also ich glaube, wir sind für alle, also Gersthof ist ja für alle offen. Weil es auch nicht die Frage, was haben wir davon, aber was vielleicht brauchen die anderen uns, dann können ja alle kommen, denke ich mir. Okay, das war jetzt eine Einladung an Groß-Gersthof. Machen wir da ein kurzes Statement, bitte. Sie waren schon einmal an Bord. Noch eine Bemerkung dazu. Wir haben ja 5 Kirchen in unserem Dekanat. 2 waren immer von Diözesanpriestern. So. Muss ich noch lernen. Von Diözesanpriestern besetzt. Wir haben 3 Kirchen besetzt von polnischen Lazaristen. Warum kann man dann nicht sagen, wir können uns das aussuchen, wir Gläubige? Die Diözese sollte sagen, was brauchen die Gläubigen? Weil das polnische Lazaristen, und ich behaupte von mir nicht voreingenommen zu sein, was die polnischen Lazaristen betrifft, aber einen ganz anderen Zugang haben als unsere Priester, also ich meine der Pfarrer Norbert, beziehungsweise auch der Diözesanpriester in Gertrud. Gut, ist verstanden, dass grundsätzlich die Organisationsstruktur der Kirche eine hierarchische ist bekannt, ist aufgenommen. Wir haben jetzt die beiden Herren. Aus persönlichen Gründen möchte ich darauf hinweisen, dass es mir seit vielen, vielen Jahren in dieser Pfarre sehr, sehr gut geht. Ich bin gut betreut und betreue auch selber viele Pfarrmitglieder. Und ein Vortrag von Professor Kirchschläger, den wir hier gehört haben, hat klipp und klar gesagt, Kirche muss am Ort sein, Kirche muss Gemeinschaft sein, Kirche muss Solidarität haben und Kirche muss Subsidiarität haben. Und all das habe ich speziell in den letzten 4 Monaten hier erlebt. Und ich möchte diese Pfarrgemeinde in dieser Form nicht missen. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass diese persönlichen Beziehungen, dass diese persönlichen Freundschaften mit Pfarrer Norbert, auch mit Kaplan Heinrich Bokorny, dass das so funktioniert, wenn man zum Beispiel von Pötzleinsdorf bis nach Währing runter muss oder umgekehrt. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie funktioniert die Distanz, wenn ich zu einem Seelsorger, einem Hirten gehen will, mit dem ich guten Kontakt habe, der mich gut berät, der mir hilft, der mir zur Seite steht und so weiter, der mir intellektuell auch hilft. Und das kann ich mir nicht vorstellen, wenn es einen Pfarrverband oder Pfarre neu gibt. Dankeschön.
Sind Sie so nett, gehen Sie gleich weiter. Machen wir jetzt ein Selfie-Video oder? Nein? Ich muss jetzt der Böse hier sein, sozusagen, nachdem alle so doch sehr dagegen sind. Ich tue mir sehr schwer. Auf der einen Seite gehöre ich eigentlich der Pfarre Severin, St. Severin an, komme mit meinen kleinen Kindern, die meisten wahrscheinlich schreiend aus der Kirche kennen, genau aus dem Grund hierher, weil hier die Messe einfach toll ist. Das brauchen wir nicht diskutieren, das Pfarrleben ist grandios. Aber, und das ganz große Aber ist für mich, ich habe eine ganz andere Geschichte. Ich komme aus dem 19. Bezirk eigentlich und bin da, einige werden es kennen, Marianische Kongregation Döbling groß geworden. Dort habe ich genau das Gleiche erlebt, was ich hier jetzt erlebe. Wir haben uns super gefühlt. Wir waren 150 Leute, waren 200 Leute, die auf Feierlager gefahren sind, mit zwei Bussen. Wir waren riesig, wir waren ganz toll. Und dann habe ich, waren aber immer total abgeschottet gegen alles andere. Wozu brauchen wir das? Es gab immer diese tolle Ansage, wir sind toll, wir sind super, wir können alles besser, wir brauchen keine anderen. Warum? Meine erste Frage ist, wenn ich so gut bin, wovor habe ich Angst? Dann brauche ich keine Angst haben, denn dann bin ich stark genug. Wenn ich aber auch schon so gut bin, kann ich nicht anderen noch was mitgeben von dem, was ich habe. Und mein Schlüsselerlebnis war, dass ich dann mit 20 erst, 22, nachdem ich auch Präfekt war, die Gruppe geleitet habe, Jungschulleiter war ich sozusagen, habe ich die katholische Jugend kennengelernt. Bin über Vereinted Follow ganz massiv hineingerutscht und habe plötzlich ein Diözesanleben erlebt, wo ich da gestanden bin, wow. Das, was ich erlebt habe, war toll. Ich habe ganz viele tolle Freunde, die ich bis jetzt habe. Aber es ist ein Teil und was wäre viel mehr möglich gewesen, hätte ich damals mich geöffnet und wir hätten teilgenommen an diözesanen Jugendaktivitäten schon. Meine Frage ist einfach, welche Angst ist es? Also wenn ich auch jetzt zuhöre den beiden, die das ja durchgemacht haben, welche Sorge habe ich? Also mir ist klar, das eine ist das Geld. Das ist mir vollkommen klar, dass die anderen Pfarrer wahrscheinlich nicht diese Vermögen haben wie hier, ist mir auch klar. Aber wovor habe ich sonst Angst? Also, dass der Pfarrer Norbert eine hervorragende Messe hält oder Gestaltungsspielraum lässt, brauchen wir nicht reden. Es ist aber nicht so, dass der Pfarrer Norbert uns die nächsten 70 Jahre erhalten sein wird. Was kommt nach? Was passiert dann? Ist es nicht jetzt der bessere Zeitpunkt, sich jetzt Gedanken zu machen? Klar zu strukturieren, was jetzt auch passiert. Und ich will jetzt auch nicht jemanden angreifen, weil ich liebe es hier. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich komme leidenschaftlich gerne her. Und dieses Positionspapier sozusagen jetzt ist ja genau das Beste, was wir machen konnten eigentlich, um zu zeigen, was uns ausmacht. Aber ist das nicht der richtige Schritt, jetzt zu sagen, man setzt sich zusammen mit den anderen, definiert, was ist mir wichtig, was will ich auch unter einer Leitung von einem Pfarrer Arkadius oder von sonst wem unbedingt haben, bringe diesen Standpunkt jetzt gleich klar dar, versuche aber trotzdem schon jetzt zu schauen, wie soll es tatsächlich weitergehen in den nächsten 10, 20 Jahren. Das, wie es jetzt ist, wird es in 30 Jahren nicht geben. Okay, Dankeschön. Wir haben eine Ordnung. Okay. Mich würde noch was zur Struktur interessieren. In absoluten Zahlen haben wir das zwar schon gehört von Billig Kommunion, Vorbereitung und Firmung. Sozusagen, wie war das Verhältnis von den Einzelpfarren vorher? Waren dort annähernd gleich viel Kommunion, Vorbereitung und Firmung oder waren da sehr große Unterschiede? Gut, das war jetzt, da haben wir jetzt Flughöhenwechsel gemacht, das ist vielleicht ein guter Bruch auch. Ich bitte um kurze Antworten, wir haben nämlich noch viele Sagen. Wie hat sich das entwickelt? Und der Bernhard hat sich schon vor längerem gemeldet, aber das können wir auch noch. Gut, danke. Das hat nichts mit der Umstrukturierung zu tun. Es ändert sich langsam. Also man kann nichts, einen großen Trend vielleicht, dass eher weniger werden, aber dann wieder gibt es in einer Gemeinde, weil eben da auch die Schule, die neue Schule dabei ist, plötzlich 30, 40 Kinder, müssen wir zwei erst kommen an unmittelbar hintereinander, zwei Gottesdienste, weil wir es nicht unterkriegen. Ja? Also es gibt ganz unterschiedliche, nichts ist planbar, also jetzt einfach so, dass ich sagen könnte, es ist ein Trend in die oder die Richtung. Es werden insgesamt eher weniger, aber es gibt auch das andere. Ich glaube, es ist die Verteilung bei den verschiedenen Pfarren. Also da kann ich was dazu sagen. Bei uns war es so, dass Erstkommunion und Firmung sicher Liesing da die stärkste Pfarre war. Und wenn ich dann jetzt so vom Osten in den Westen hinaus wandere, Rodaun und Kalksburg waren da sicher am schwächsten. Und das ist auch heute noch so. Aber es haben eben heute die Kalksburger Kinder und Jugendlichen einfach mehr Möglichkeiten anzudocken woanders. Ja? Da hat sich einfach total viel getan und total viel entwickelt. Dankeschön.
So, wir machen den nächsten Block. Ich bitte Sie, jetzt ein bisschen in die Kürze zu kommen, besonders diejenigen, die das zweite oder dritte Mal das Wort haben. Halte mich jetzt ganz kurz. Die erste Frage, aber das ist keine Frage, ist eine Bemerkung, die ist auch nicht lang. Nämlich, es kann ja sein, dass es zwischen Rodaun und Leasing leicht ist, hin und her zu wechseln, weil man findet da vielleicht und dort einen Parkplatz. Bei uns findet man in keiner Pfarre in Währing einen Parkplatz, daher können wir sowieso nicht so sagen. Das ist ein ganz okay. Aber der zweite Punkt ist mir viel wichtiger. Und die Gerda hat ihn angesprochen, dass dahinter stehen die Kirchen. Aus welchen Gründen immer hat der Herr Erzbischof unser Dekanat an polnische Lazaristen übergeben. Und die Priester, die wir noch haben, aus der Diözese, die will er natürlich rasch weg haben. Darum ist sie störend, die sollen endlich verschwinden, damit sich die anderen nicht mehr untereinander entsprechend entfalten können. Aber jetzt kommt das dazu. Der Norbert hat einmal, weil er ein sehr objektiver Mensch ist, hat einmal den Pfarrer von Weinhaus, der, soweit ich weiß, glaube ich, jetzt auch dächernd ist, eingeladen, hier bei uns einen Gottesdienst zu feiern. Das war rein vom Äußeren her völlig unvergleichlich mit dem, was wir sonst gewohnt sind. Aber das wirklich Schlimme war, dass er sich in der Predigt in einen Wirbel hineingeredet hat, was ich auch gelegentlich mache, und gesagt hat, er hat also verfolgt die Wege zu Gott und hat gesagt, zuerst hat er gemeint, wirklich nahe bei Gott kann nur ein Mönchenkloster sein. Mit einer solchen Auffassung wollen wir wirklich hier okay, konfrontiert gut, sein. Dankeschön. Gehen wir es gleich weiter. Wir helfen da raus jetzt aus dem Leben. Also ich möchte jetzt doch auf diese Frage, wovor fürchtet ihr euch eigentlich, nochmal zurückkommen. Für mich, und da gehe ich jetzt auch auf das, was die Marion gesagt hat, ein, für mich ist es so, der Sonntagsgottesdienst ist Ende der Woche und Anfang der Woche. Und Glauben braucht Freiheit. Und ich habe Angst, dass diese Freiheit verloren geht. Ich habe wirklich Angst davor. Ja, ich habe in dieser Kirche getanzt, ich habe in dieser Kirche geweint, öffentlich, wenn es mir schlecht gegangen ist. Und ich kann das machen. Und ich bin immer verstanden worden. Ja? Und ich habe in dieser Kirche gesungen und gejubelt. Und ich habe Angst, dass diese Freiheit verloren geht. Und zwar geht sie möglicherweise aus mehreren Gründen verloren. Natürlich kann ich erstmal hoffen, dass noch die gleichen mitgläubigen Gemeindemitglieder mit mir sich am Sonntag versammeln werden. Und natürlich ist ein Teil der Geborgenheit einfach die Gemeinde, im Sinne auch der gemeinsamen Seelsorge füreinander. Also da kann ich mal hoffen, es geht noch eine Weile so weiter. Aber wenn ich dann einen solchen Sonntagsgottesdienst erleben muss, wo unsere Liturgieform außer Acht gelassen wird, eine Predigt sich aufs Mönchtum alleine bezieht als die einzig selig machende Form, dann kann ich mir, wenn das mehrere Male passiert, schon ausrechnen, dass sehr schnell die Kirche sich leeren wird, inklusive meiner einer. Ja, okay. Denn ich brauche Freiheit zum Glauben. Und ich kann mir sowas, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Einmal ja, einmal ist kein Problem. Ja, aber wenn das die Regel würde, dann wäre es schon ein großes Problem. Und das zweite, strukturelle ist halt, für mich ist nicht nur für mich persönlich der Sonntag Abschluss der Woche, Schuldbekenntnis, Neuanfang. Ich will auch was mitnehmen in die Woche. Und dazu brauche ich eine Predigt, die auch was hergibt. Ja? Das nehme ich mit, ich gehe da raus und fühle mich gesendet und denke mir, ich werde es versuchen gut zu machen diese Woche. Und dieses Gefühl muss ich haben. Und ich bin in meinem Leben schon in sehr vielen Kirchen gewesen, obwohl ich seit 40 Jahren hier wohne und am häufigsten hier bin. Aber ich gehe schon auch immer wieder in andere Kirchen. Und manchmal ist es inspirierend, Gott sei Dank. Aber häufig genug ist es auch lähmend. Es ist fast wie ausradierend rituell. Okay. Ja, und das kann ich nicht. Und davor habe ich Angst. Und jetzt noch einen Satz. Ich weiß auch, dass unser Team Norbert und Gerda hier große Arbeit geleistet haben. Ich weiß, dass sie im Moment ihre Berufung noch so spüren, dass sie weitermachen würden. Ich weiß es und Sie wissen es auch, dass es nicht auf eine noch sehr, sehr lange Zukunft so sein wird.
Und genau deswegen möchte ich, dass wir uns jetzt noch in Ihrer Begleitung aufstellen und weitermachen, was wir hier viele Jahre aufgebaut haben. Und das, die Kommunikationsstrukturen sind innerhalb unserer Gemeinde schon nicht einfach. Wir haben 50 Gruppen, wir sind sehr viele Leute. Uns zu kommunizieren ist viel Arbeit und ich sehe sehr viel Energieverlust, wenn ich mich jetzt noch mit vier anderen Pfarrern auch noch koordinieren sollte. Okay, das ist verstanden. Dankeschön. Ich möchte in dem Zusammenhang euch beide, außer in der Länge eurer Worte, wirklich hervorheben. Das war einfach gut, wie ihr miteinander gesprochen habt. Es war klar, aber nicht verletzend. Also an euch beiden ein Dankeschön. Hier geht's weiter. Nur zwei Sätze in Anlehnung auch an das Plädoyer, wovor haben wir Angst. Ich glaube, wichtig ist, um allen zukünftigen Anforderungen gewappnet zu sein oder entgegentreten zu können, egal was da kommt, braucht sinnvolle und gute Entscheidungsstrukturen oder einfach die Mechanismen, wie Entscheidungen getroffen werden. Und ich glaube, eine der Ängste ist, diese Entscheidungen nicht mehr treffen zu können oder nicht mehr Herr drüber zu sein, überstimmt zu werden oder so. Und das würde ich gleich mit einer Frage verbinden. Wie werden Entscheidungen in der Pfarre neu oder im Pfarrverband getroffen, wie funktioniert das, wenn Pfarre X und Pfarre Y oder frühere Pfarre X und Y unterschiedlicher Meinung sind? Wie läuft das? Also, danke schön. Wir machen es jetzt kurz, weil wir haben auch noch wirklich viele Wortmeldungen. Es ist doch schon etwas später. Machen wir es einfach eine konkrete Frage daraus, nämlich wie wir entschieden, haben wir vorher eigentlich schon zum Teil gehört, aber was ist, wenn zwei streiten? Wer freut sich? Der Stärkere. Nein. Der Dritte. Mir fällt schon was ein. Wir diskutieren das aus, so wie alle Streitigkeiten noch innerhalb der Pfarre ausdiskutiert werden. Punkt. Wer sagt dann so oder so? Also am Ende? Wir stimmen das ab dann. Wir diskutieren das und stimmen das gemeinsam ab. Das kommt darauf an, welche Angelegenheit es ist. Wenn es eine Angelegenheit des Pfarrverbandsrates ist, das ist ja ganz konkret festgelegt in der Pfarrverbandsordnung, dann stimmt das der Pfarrverbandsrat ab. Und wenn es eine Angelegenheit der Pfarrgemeinderäte ist, dann machen die das. Je nachdem. Wir haben beide Gremien, aber probieren derzeit gerade aus, dass wir so tun, als ob der Pfarrverbandsrat der Pfarrgemeinderat wäre. Gell? Das ist. Okay. Ich glaube, das ist, wenn es da auch noch Nachfragen gibt, kann man da vielleicht im Anschluss noch ganz kurz klären. Ich habe hier zwei Wortmeldungen, der Michael Hanisch habe ich noch gesehen. Hinten war es das dann. Dann machen wir hier die drei und dann kommen wir rüber wieder. Ja? Und da haben wir auch noch. Ganz kurz, ich habe mit einer großen Gruppe am Pastoralkonzept mitgearbeitet. Ich möchte alle dazu inspirieren, euch in den nächsten Tagen Zeit zu nehmen, es durchzulesen. Das zeigt unseren Weg auf, den wir gehen wollen, die Vision, die Zukunft, das, was wir vorhaben. Dort steht alles drinnen. Ich habe interessanterweise überhaupt keine Angst. Ich fühle viel mehr Verantwortung, mich für einen Weg einzusetzen. Und das ist das, was ich noch sagen wollte. Dankeschön. Machen wir gleich weiter an den Nachbarn. Nein, hinten. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank an die drei Vorträge. Ich habe wieder einiges dazugelernt. Was mich jetzt auch interessieren würde, ein bisschen auch in Anschluss an dich, der Transformationsprozess, der stattgefunden hat. Zum ersten einmal die Entscheidung. Wie viel wurde Wert gelegt auf die Entscheidung der Christen vor Ort? Wie viel gab es da tatsächlich Mitbestimmungsmöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten, überhaupt was das Ziel angeht? Dieser beiden Optionen. Und wie ist dann dieser Transformationsprozess abgelaufen? Wir haben ja hier im Dekanat unterschiedliche Pfarrgrößen. Gersthof ist die größte, darf man nicht vergessen. Und wie schaut diese Repräsentation dann aus? Ist das ein Schlüssel, der nach den Katholiken geht? Ist das ein Schlüssel, der ausgemacht wird? Gibt es da paritätischen Einfluss? Das ist genau das, was für diese Fragen, die heute schon aufgetaucht sind, ganz eminent wichtig ist. Dankeschön. Machen wir es jetzt in einer Zweiteilung wieder. Eine kurze allgemeine Antwort. Gab es eine Involvierung der Gläubigen? Konnten sie quasi sagen, das ist uns wichtig? Und die Details, also
Ja, gab es grundsätzliche Mitbestimmung, gab es die Möglichkeit, Anforderungen quasi an den neuen Verband zu geben? Es gab nicht die Vorteile, die Sie hier haben, nämlich, dass Sie schon 5, 6, 7, 10 Jahre zuschauen können, was anderswo in der Diözese passiert und wie man es vielleicht nicht machen soll. Das hatten wir nicht. Also das kam ja, das kam als Auftrag und das war aus der Visitation heraus und so. Ja. Also es war einfach auch, und es war schon, ich hatte es gesagt, vorher schon erwähnt, es war schon etwa 10 Jahre vorher immer wieder das Gespräch in die Richtung, es braucht für Favoriten etwas. Ja. Aber es war ein Auftrag und kein partizipativer Prozess. Nein, das war dann, also natürlich, wie das dann ganz konkret, also das war natürlich, wir hatten verschiedene Gremien dann eingerichtet. Ja, jede Gemeinde wurde gehört und also das, jede Pfarre, das, ja. Gut. Ein kurzer Zusatz, oder? Und ansonsten, jetzt sind die Vertretungen in den Gremien, also ist einfach gemäß der Pfarrgemeinderatsordnung jetzt, ja. Wir haben es einfach zu einem partizipativen Prozess gemacht und haben Gemeindeversammlungen gemacht, so wie Sie hier auch, das in den PGRs diskutiert. Okay, gut. Ich war vor dem jetzigen Pfarrgemeinderat selber lange Jahre Mitglied des Pfarrgemeinderates und habe in dieser Funktion auch an Gesprächen schon innerhalb des Dekanates über diesen ganzen APG-Prozess teilgenommen, die 2014 begonnen haben. Und war eben da auch in Arbeitsgruppen, die es damals gegeben hat, wo eben vor allem zusammengetragen wurde, wie das Leben in diesen unterschiedlich 5 Gemeinden ist. Und ich habe damals schon festgestellt, dass es uns in Gersthof hier so relativ gut geht und dass es eben vor allem die kleineren Gemeinden, ich würde sagen so mit der Größe irgendwo in einem klaren Verhältnis, auch immer größere Probleme gegeben hat. Je kleiner die Gemeinde war, desto größer sind die Probleme geworden, wenige Mitarbeiter und wenige finanzielle Ressourcen und derartiges. Und dass da hier schon, wie soll man sagen, gerade von den kleineren Gemeinden ein Wunsch war, hier mit anderen intensiver zusammenarbeiten zu können. Ich gebe zu, dass ich das Gefühl habe, dass dieser Blickpunkt ein bisschen verloren gegangen ist, auch damals schon. Es geht jetzt sehr rasch um die Struktur, aber ich glaube, dass wenn wir sagen, wir sind eine große Kirche und ich habe auch so ein bisschen doch einen größeren Blick auf die Kirche gewonnen, weil man ihn mit dir, Helmut, Vorsitzender Kaye, wie du Vorsitzender der Diözesanjugendseelsorger warst, glaube ich, dass es hier schon auch keine Isolierung geben darf, sondern dass man schauen muss, wie man einander, wenn man vor allem in einer räumlichen Nähe ist, auch unterstützen kann. Und daher würde ich wirklich dringend appellieren, auch an den Pfarrgemeinderat das zu überlegen. Und vor allem auch, was ich mitbekommen habe von den Präsentationen, Dinge, um wachsen zu lassen, brauchen Zeit. Das kann man nicht von heute auf morgen erleben. Das heißt, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen zu viel, es soll so bleiben, wie es ist, heute Abend gehört. Ich glaube, so darf es nicht sein. Es kann zwar sein, dass wir vielleicht Strukturen festhalten und uns dafür entscheiden, aber es muss trotzdem eine Entwicklung in Richtung A, einer Zusammenarbeit und auch einer Zeit nach Pfarrer Norbert geben. Dankeschön. Du kriegst das Schlusswort. Wir machen die letzte Runde. Ich nehme keine Wortmeldungen mehr. Ich weiß genau, wem ich noch schuldig bin. Ach so, danke schön. Das ist sehr nett. Und wir haben da noch eine Wortmeldung. Ich schließe dann die allgemeine Runde. Ich schließe ja nicht den Abend. Aber es ist jetzt, zumindest in der Flughöhe, merkt man schon, der Sauerstoff wird ärmer. Okay, also dann danke, dass ich mich kurz zu Wort melden darf. Ja, ich danke auf alle Fälle für die Ausführungen. Nur für mich ist nicht eindeutig und klar herausgegangen, dass es wirklich ein Vorteil für uns ist. Ja. Also für mich ist klar, wo ich das Kreuz machen werde. Ich wünsche mir eine eigenständige Pfarre, aber ich bin schon der Meinung, wir sind
eine Gemeinschaft, also eine Kirche, und wir sollten natürlich andere Pfarren unterstützen und zusammenarbeiten. Also das würde ich schon sagen, dass wir das da in dieser Richtung sehr stark tätig sind und diesen Weg gehen und forcieren. Ja. Ganz kurze Antwort nur dazu. Ganz klar, wir wollen auch mit den anderen Pfarren, mit den Nachbarpfarren zusammenarbeiten. Das geschieht schon sehr gut im Rahmen der Caritas. Unsere Jugend eben arbeitet schon sehr zusammen. Wir bieten unsere Ehevorbereitungsseminare im ganzen Dekanat an. Eine Zusammenarbeit, dem steht überhaupt nichts entgegen. Aber trotzdem meinen wir eben, eine Eigenständigkeit ist schon sehr gut für uns. Ja. Okay, gut. Quasi das Schlusswort. Also, ich bin keine Urgersthoferin, ich bin auch eher relativ kurz da. Ich komme aus Oberösterreich und habe viele Jahre unter einem polnischen Pfarrer gelitten, habe nicht verstanden, habe dann eigentlich mich geweigert, mich firmen zu lassen. Bin jetzt durch den Pfarrer Zitter aus meinem Haus wieder eigentlich zur katholischen Kirche gekommen und habe mir dann in den 30ern firmen lassen, Erwachsenenfirmen durch den Kardinal Schönborn, und bin dann durch meine Tochter über die Hämmer zu dieser Pfarrer gekommen, habe dann meine Tochter auch hier taufen lassen und mag Gersthof, fühle mich da sehr, sehr, sehr willkommen. Und für mich, ich würde gerne der Eigenständigkeit, wenn der Pfarrgemeinderat das wünscht, auch irgendwo zustimmen. Nur ich habe jetzt in den Vorträgen noch nicht so ganz das Gefühl bekommen, was heißt das jetzt eigentlich für Gersthof? Weil Gersthof ist ja nicht Probstdorf. Ja? Also insofern hätte ich noch gern zum Schluss eine Erklärung. Ich habe jetzt das Pastoralkonzept nicht gelesen, habe noch keine Zeit dazu gehabt offensichtlich, aber würde gern verstehen, was heißt eigentlich die eigenständige Kirche oder die eigenständige Pfarre. Und was heißt das für uns, und ist es denn tatsächlich nicht verbunden mit der Person des Pfarrer Norberts? Weil das höre ich eigentlich aus sehr vielen Wortmeldungen raus, dass es eigentlich schon der Wunsch ist, wenn man Eigenständigkeit ankreuzt, es bleibt alles so, wie es ist. Ne? Und das würde ich gern wissen, was heißt denn Eigenständigkeit für den Pfarrgemeinderat? Eine letzte. Drei Sätze. Ich glaube, das Ganze hängt damit zusammen, dass der Norbert diese Pfarre verlassen wird. Und genau zu diesem Zeitpunkt muss die Entscheidung getroffen werden, wie wir uns entscheiden. Und genau das ist momentan, glaube ich, das größte Problem, dass wir momentan einen Pfarrer verlieren, den alle, wie wir gehört haben, lieben. Und gleichzeitig muss bis Dienstag scheinbar abgegeben werden, was wir wollen. Und da drinnen liegt momentan die Schwierigkeit, glaube ich. Also der Zeitdruck. Okay, Dankeschön. Bernhard, der Versuch einer objektiven Antwort. Das wird jetzt sehr schwer. Was heißt es, eigenständig zu bleiben? Eigenständig heißt es, eine Rechtspersönlichkeit zu bleiben. Eigenständig heißt, Verträge mit anderen schließen zu können. Eigenständigkeit heißt, ein Sekretariat unterhalten zu können. Eigenständigkeit heißt, unsere eigenen Finanzen verwalten zu können. Und Eigenständigkeit heißt vor allem auch, das erwarte ich mir, auch wenn uns irgendwann Pfarrer Norbert verlassen wird, dass wir einen Priester haben, der in Gersthof zu Hause ist, der hier daheim ist. Und vielleicht auch eine Pastoralassistentin als Nachfolgerin von der Gerda einmal oder ein Pastoralassistent, der in Gersthof daheim ist, den wir ansprechen können. Es ist von beiden Vertretern hier, vom Pfarrer Neuer und Pfarrverband, dieses Rotationsprinzip ein bisschen genannt worden. Das ist uns auch vom Pater Arcadius als das Bestmögliche dargelegt worden. Wir glauben aber nicht daran. Ist jetzt wieder vielleicht eine persönliche, subjektive Meinung von mir und von einigen aus unserem Pfarrgemeinderat. Es muss sich jeder von Ihnen selbst eine Meinung bilden. Aber ich glaube einfach nicht, dass es gut ist, wenn wir am Sonntag kurz vor 10 zur Messe kommen und nicht wissen, wer wird hier die Messe halten, wer wird die Predigt halten, werden wir ihn verstehen. Er kommt aus einer anderen Kultur auf alle Fälle, hier bei uns in Gersthof, wenn es so kommt, wie es kommen sollte aus Sicht der Erzdiözese. Da tun wir uns schwer. Darf ich
Herr Schüler, noch ganz kurz, ich war voll Ihrer Meinung, wie Sie vorhin gesagt haben, man muss sich alles vorher ausmachen. Nachher ist es nicht mehr leicht. Mit wem sollen wir es uns ausmachen? Ich weiß es echt nicht. Wenn ich heute mit Pater Arkadius und mit seinen Mitbrüdern etwas ausmache, die haben angeblich einen 10-Jahres-Vertrag, 5 Jahre sind schon vorbei, vielleicht sind sie in 5 Jahren weg und wer kommt dann? Mit wem mache ich mir es dann wieder neu aus?